Das System passt überhaupt nicht für mich. Ich habe sehr viele Fehler gemacht und auch sehr viel, ja, nicht produktiv und effizient dort erledigt. Und ich war am Anfang auch extrem überfordert, als ich diese ganzen Module und Fächer und AGs gesehen habe, die ich irgendwie wählen muss. Ich wusste am Anfang auch nicht, dass es sowas gibt. Hi Leute und herzlich willkommen hier zu dem neuen Video. Ich habe mich in den letzten Wochen extrem mega viel krass mit meinem Studiengang bzw. mit meiner Uni auseinandergesetzt und dachte mir, ich zeige euch heute oder erkläre euch heute, was genau ich gemacht habe. Gerade für die Leute, die jetzt auch mit dem Studium beginnen oder die vielleicht in dieser Zeit beginnen, vielleicht nächstes Jahr oder so. Oder einfach an alle, die sich dafür interessieren, wie man sich auf sein Studium vorbereiten kann. Hi, ich bin Lara Emily. Ich starte ab diesem Wintersemester 2023/24 mein Jurastudium in Berlin. Habe dieses Jahr mein Abitur geschrieben und euch auch hier mitgenommen auf YouTube und werde euch jetzt weiterhin bei meinem Studium mitnehmen. Ich war nie wirklich ein Fan davon. Da habe ich auch nie persönlich mir vorgenommen, dass ich inhaltlich was vorbereite für das Studium. Also, dass ich jetzt schon mal anfange, alles zu lernen oder so. Das finde ich ein bisschen unnötig, gerade weil mein Studium auch extrem lange geht und ich der festen Überzeugung bin, dass man alles auch während der Uni oder während des Studiums dann lernt und nicht wirklich inhaltlich vorbereiten muss. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, sich methodisch und systematisch vorzubereiten, also genau zu wissen, was auf einen zukommt und wie man am besten lernt. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass es meine Aufgabe ist, als Study-YouTuberin zu recherchieren, welche Lernmethoden am besten passen. Und hier kommt heute so ein bisschen mein Resultat und was ich gemacht habe, um die Lernmethoden rauszufinden. Als allererstes ein kleiner Hack für Leute, die jetzt mit dem Studium beginnen. Es gibt WhatsApp-Gruppen für jede Uni und für jeden Studiengang. Das habe ich zufälligerweise tatsächlich auf TikTok damals gefunden und gesehen, dass es so eine Linktree gibt mit ganz vielen WhatsApp-Gruppen für eigentlich wirklich fast jede Uni. Und dann habe ich auch meine Uni und meinen Studiengang gefunden und mir dann direkt in die WhatsApp-Gruppe eingetreten. Dann habe ich mir als allererstes meine Studien- und Prüfungsordnung durchgelesen. Ich wusste am Anfang auch nicht, dass es sowas gibt, aber die Studien- und Prüfungsordnung ist eben einfach der Leitfaden für euer Studium. Gebt da gern einfach mal im Internet euren Studiengang, eure Uni und dann das Wort Studienordnung ein. Und dann werdet ihr wahrscheinlich eine Webseite oder eine PDF-Datei finden, in der euch alles erklärt wird. Bei mir war das ganz toll, weil bei mir genau erklärt wurde, welche Module ich pro Semester wählen muss, damit ich halt genau weiß, was für Fächer ich quasi jetzt im ersten Semester wählen muss, was für Kurse ich wählen muss. Und auch was für Klausuren und Prüfungen ich erledigen muss, um eben in Regelstudienzeit zu bleiben. Das ist quasi sowas wie der Rahmenlehrplan für die Schule. Und ich versuche mich jetzt auch an den Rahmenlehrplan, also quasi an die Studienordnung und an die Regelstudienzeit anzupassen und auch die Sachen genauso zu wählen, wie sie mir vorgegeben werden. Weil jetzt gerade habe ich noch die Zeit dazu, jetzt gerade habe ich noch die Kapazitäten dazu, das genauso zu wählen. Und ich glaube, wir alle kennen diese TikToks, die voll Panik schon machen und sagen, dass es super schwer ist, seinen Stundenplan sich zu erstellen. Und auch in meinen Studien-WhatsApp-Gruppen gab es schon ganz viel Panik bezüglich des Stundenplans. Und ich war am Anfang auch extrem überfordert, als ich diese ganzen Module und Fächer und AGs gesehen habe, die ich irgendwie wählen muss. Und mir hat die Studienordnung einfach extrem viel geholfen, weil ich dann genau wusste, was ich wann wählen muss. Dann habe ich erstmal all diese Termine in meinen Kalender eingetragen. Also die Vorlesungszeit, die vorlesungsfreie Zeit, also die Ferien quasi. Dann war ich Klausurenphase habe, wenn ich die Prüfungen schreibe, damit ich schon so einen groben Überblick habe. Weil ich persönlich bin so eine Big Picture-Person. Ich mag es gerne, einen groben Überblick über alles zu haben und genau zu wissen, wann ich was mache, weil ich mir persönlich auch immer visuell das Jahr vorstelle. Und jetzt zum Beispiel schon im Kopf habe, okay, November, Dezember und dann Januar, Februar. Und im Februar habe ich die Prüfungen. Ich mag es einfach sehr gerne, mir das im Kopf schon visuell vorzustellen und auch schon mal alles aufzuschreiben, damit ich dann auch meine nächsten Monate gut planen kann. Was ich dann auch noch gemacht habe, um mich auf Studium vorzubereiten, ist, mir ein paar Freunde zu suchen im Studium quasi. Zum einen gibt es ja ganz oft so TikToks oder Instagram-Beiträge, unter denen Leute auffordern, euren Studiengang und eure Uni aufzuschreiben, sodass ihr dann dadurch andere Leute anschreiben könnt oder andere Leute findet, mit denen ihr euch so connecten könnt. Mich persönlich haben auch einige Leute angeschrieben und mir gesagt, dass sie nun auch an der Uni Jura studieren werden und ob ich nicht Lust hätte, mich mit denen zu treffen für einen Kaffee oder so. Und ich bin jetzt auch diesen Freitag verabredet mit einer Person, die mich angeschrieben hat. Man kann Leute auf jeden Fall dadurch finden. Und auch in den WhatsApp-Gruppen, die ich gerade schon erwähnt habe, gab es einige Male so ein paar Aufrufe, dass man sich ja schon mal davor treffen könnte. Es wurden auch, glaube ich, schon einige Partys veranstaltet. Und ja, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn man sich da schon mal ein paar Freunde sucht. Dann habe ich auch als Vorbereitung auf mein Studium einen Podcast gedreht, also einen Podcast aufgenommen mit einer Jurastudentin bzw. mit einer Rechtsreferendarin, also einer Person, die das Studium schon absolviert hat. Ich habe sie damals auf TikTok gefunden, sie ist mir nämlich gefolgt und ich bin ihr dann auch gefolgt und dadurch haben wir so ein bisschen connected und ich habe
sie dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, mal in meinen Podcast zu kommen, sodass ich ihr ein paar Fragen stellen kann. Das habe ich dann auch gemacht und dieser Podcast ist auch online. Also falls ihr jetzt ebenfalls mit Jura anfangt, könnt ihr euch diesen Podcast sehr gerne anhören. Ich glaube, der ist sehr informativ. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, meine ersten Fragen zu stellen und meine ersten Fragen beantwortet zu bekommen und auch so einen groben Überblick über das Studium zu bekommen und über die Lernmethoden. Dann habe ich mir auch einige Materialien gekauft. Ich bin wirklich gar kein Fan von dem großen Konsum. Das ist ja auch so ein bisschen meine Devise und mein Leitspruch hier auf Social Media. Also ihr hört eigentlich in jedem Video, dass ich immer sage, kauft euch nicht alle möglichen Sachen. Kauft euch nicht Dinge, die ihr nicht braucht. Ihr braucht nicht 1000 Textmarker, um erfolgreich zu sein in der Schule. Und ich bin auch weiterhin der festen Überzeugung, dass dieser übermäßige Konsum echt nicht produktiv und nicht sinnvoll ist. Aber natürlich musste ich mir jetzt auch für die Uni einige Sachen kaufen, die einfach wirklich wichtig sind. Das sind zum einen meine Gesetzestexte, also mein BGB, STGB und Öffrecht-Texte. Zum anderen habe ich mir auch noch eine durchsichtige Tasche gekauft für die Bibliothek, wenn man die da braucht. Dann habe ich mir eine neue Federtasche gekauft, weil ich eigentlich sonst nur auf dem iPad geschrieben habe und ja, deswegen in der Schule eigentlich nie eine Federtasche benutzt habe. Ich dachte mir, die Uni kann jetzt mal ein neuer Abschnitt sein, bei dem ich mir mal sowas gönne. Tatsächlich habe ich mir auch auf YouTube eine Probevorlesung angehört, um einfach zu gucken, wie ich mitschreiben würde und wie ich den Stoff vor- bzw. nachbereiten würde und Karteikarten schreiben würde. Das ist, wie gesagt, nicht inhaltlich. Mir war es sehr egal, dass ich inhaltlich irgendwie vorbereitet bin oder so, weil ich echt glaube, dass das nicht nötig ist. Aber ich wollte auf jeden Fall herausfinden, wie ich gut mitschreiben kann, weil ich glaube, wenn man an die Vorlesung dann geht und tatsächlich anfängt mit dem Studium und dann noch nicht weiß, wie man genau damit umgeht, mit den ganzen Sachen, die auf einen zukommen, mit den ganzen Notizen, mit dem ganzen Stoff und so, ist es sehr überfordert. Und ich glaube, die wenigsten machen das mit der Methodik, diese davor herauszufinden. Aber mir kam dieser Geistesblitz irgendwann mal und ich fand ihn ziemlich sinnvoll. Deswegen habe ich es so gemacht und habe mir auf YouTube so ein paar Probevorlesungen angehört und versucht, nebenbei Notizen zu machen. Und ich sage euch, wie es ist. Diese Notizen waren super ineffektiv. Ich habe mir versucht, Karteikarten zu schreiben. Es hat ewig gedauert. Also ich habe gemerkt, das System passt überhaupt nicht für mich. Ich habe sehr viele Fehler gemacht oder sehr viel, ja, nicht produktiv und effizient dort erledigt. Ich habe dann aber ganz viel recherchiert, mit anderen Leuten geredet und so rausgefunden, wie ich besser Notizen machen kann. Natürlich habe ich jetzt immer noch nicht mein perfektes System. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich Karteikarten schreibe, wie ich sie lerne und wie ich das so ganz genau für mich weiterhin machen werde. Aber das war so ein erster Impuls und die ersten Fehler, die ich gemacht habe, um sie dann im Studium letztendlich zu vermeiden. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es sehr schwierig und sehr aufwendig für mich ist, Karteikarten selbst zu schreiben. Und deswegen habe ich überlegt, inwiefern man Karteikarten schon vorgefertigt kaufen kann und bin da auf die Basiskarten gestoßen. Die sind nämlich kompatibel mit Anki, meinem absoluten Lieblingskarteikartensystem, weil die nämlich einen sehr guten Algorithmus benutzen, der SM-Algorithmus, mit dem man eben sehr gut die Karteikarten wiederholen kann, sodass man sie nicht vergisst. Das habe ich nochmal genau an meinem Lernmethoden-Video erklärt, also da findet ihr nochmal heraus, wie Spaced Repetition funktioniert. Guckt euch das gerne an, das ist jetzt ein bisschen komplex für dieses Video hier. Und in der Weise durfte ich die Basiskarten mir erstmal kostenlos runterladen und habe sie zur Verfügung gestellt bekommen, dass ich sie erstmal testen kann. Das werde ich machen und euch in Zukunft dazu mehr erzählen, wie ich sie finde. Beim ersten Rübergucken fand ich sie schon sehr effektiv und ich glaube, dass es sehr, sehr viel Zeit spart, wenn man die Karteikarten nicht selbst schreiben möchte. Daraus resultierend habe ich dann ein neues Notizsystem für mich gefunden und zwar möchte ich auf jeden Fall erstmal weiterhin mit Goodreads arbeiten. Das habe ich ja schon in der Schule gemacht. Ich glaube, da kennt ihr mein System bestimmt auch noch, falls ihr das Video damals gesehen habt. Ich habe das so ähnlich gemacht und habe dann auf meinem iPad erstmal einen Ordner für ja, jedes Modul in jedes Rechtsgebiet erstellt und schon mal angefangen, mich da so ein bisschen zu organisieren. Kein Schritt, den ich hier erwähnt habe, müsst ihr machen. Kein Schritt ist extrem wichtig oder so. Das sind nur die Dinge, die ich gemacht habe, die mir zumindest ein bisschen Beruhigung gegeben haben, die mich mental auf jeden Fall ein bisschen beruhigt und unterstützt haben. Und ich glaube, dass sie doch ganz sinnvoll waren. Aber wie gesagt, sind sie nicht notwendig für das Studium. Schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr gemacht habt. Ja, kannst gerne reinkommen. Hallo. Irgendwie ist das Licht auch nicht so perfekt, aber ich glaube, wenn man das ein bisschen bearbeitet, geht es. Ich muss noch den letzten Satz sagen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Daumen nach oben da zu lassen oder einen Kommentar zu schreiben mit eurer Meinung zu den hier genannten Inhalten. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.